meine Damen und Herren, willkommen zum heutigen CSGO Overwatch. Weihnachtszeit und Bannzeit. Eine fette Bannwelle hat ja wieder die Runde gemacht. Einige von euch haben es, oder wahrscheinlich haben es alle von euch mitbekommen, dass sehr viel... Wow, da hat die Frau. Da hat die Frau einen Skin, also irgendjemand. Dass viele Leute gebannt wurden. Den hat man auf jeden Fall gehört. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie wirkt sich das auf die Overwatches aus? Die Frage, ob das jetzt ein Spinbot da direkt am Start ist oder sowas, ist geklärt. Nein, das ist keiner. Ja, naja, kann man mal machen. Wobei der Kill davor... Okay, wow, da hat er aber wirklich... Da hat er ziemlich perfekt daneben geschossen. Als hätte er einen Offset oder sowas. Aber gut, wir gucken mal. Wir halten uns auf jeden Fall mal offen. Ja, also man hofft natürlich jedes Mal nach so einer Welle... dass diese ganz, ganz harten Hacks, dieses, also Spin-Gebotte, so oder so, ne, aber auch dieses die Headshots und sowas, die halt sofort fliegen, ne, drei Leute stehen vor jemandem mit einer Pistole, der blub, 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 macht drei Klicks, dass solche Sachen automatisch erkannt werden. Den konnte man übrigens nicht hören und auch die Headshot-Rate steigt an. Alter! Naja, ja, man hofft natürlich vor allem als Overwatcher oder Teil der Community an sich, dass solche Dinger einfach weg sind. Ne? Nicht nur so fürs Erste, weil sie halt erstmal gebannt wurden und die Fälle gar nicht mehr vorhanden sind, sondern so generell. Ja? Weil man jedes Mal aufs Neue verwundert ist, dass WAG, ja, oder WAGnet, ich weiß nicht, also WAGnet scheint seit 2019 ja durchgehend zu laufen, zumindest gewisse Teile davon. Also das sind keine bestätigten Informationen, das habe ich jetzt halt zusammengetragen und von verschiedensten Quellen gehört, dass es 2019 halt jetzt laufen würde, ein bisschen. Und da könnte man doch meinen, dass solche Sachen automatisch fernbleiben. Warum muss ich mir sowas angucken? Klar, das hier ist jetzt wieder was anderes, okay, wobei ich auch hier finde, das zum Beispiel, es war ja wirklich gelockt, ja. Und es fällt einem Programm an sich, je nachdem, wie das Spiel abgetastet wird. Ich weiß nicht, inwiefern dieser, Gottes Willen, das Deep Learning halt angelernt wird, wie überhaupt das ganze Teil herangegangen wird an diese Sache, ob geguckt wird, wie Hacks aussehen und das Programm, dieses Neuronale, das habe ich gesucht, das neuronale Netzwerk lernt, wie Cheats aussehen, ja. Oder lernt es, wie normale Spieler spielen. Und weiß zum Beispiel, dass es nicht normal ist, dass jemand über 3 Sekunden hinweg durch nicht durchsichtige Dinge einen Gegner anvisiert. Also genau auf den Kopf oder ihn anschaut die ganze Zeit. Sowas. Das Ding kriegt ja immer mehr Fälle. Also WAGnet oder so ein neuronales Netzwerk lernt über Versuch. Guck mal hier, so sehen die Sachen aus, ne? Über ganz, ganz, ganz viel Input. Und irgendwann weiß es halt, wie ein Spieler so ungefähr funktioniert, ne? Wie schlechte Spieler spielen, wie mittelmäßige Spieler spielen, wie sehr gute Spieler spielen und auch wie Ausreißerspieler spielen, also wie Profis spielen, dass die halt auch nicht gebannt werden. Und so müsste es dann auch gar nicht großartig diese harten Cheats zumindest lernen, weil es ja sofort sieht, oh, da wird zu so und so viel Prozent auf einen Gegner geschaut, durch die Wand, mit dieser und jener Genauigkeit, ne? Also das... Auch das, ja gut, das könnte auch ein Demo-Fehler gewesen sein. Wisst ihr, was ich meine? Oder natürlich kann so ein neuronales Netzwerk auch angelernt werden und man sagt ihm, guck mal, so sieht dieser Hack aus und so sieht dieser Hack aus. Wobei diese Herangehensweise, glaube ich, nicht die beste, also das ist noch eine, die hinzukommen sollte. Aber ich glaube, gerade für neue Hacks ist es besser, wenn das Ding genau weiß, wie Spieler aussehen und was komisch ist. Weil wenn dann ein neuer Hack kommt, dann bannt es vielleicht nicht direkt, aber sagt, ich muss kurz gucken, okay, meine Datenbank sagt mir, irgendwas stimmt mit dem nicht. Ich weiß es nicht genau, weil ich den Cheat nicht erkenne. Aber ich weiß, dass er nicht spielt wie ein normaler Mensch. Also, whoop, erstmal beiseite nehmen. Timeouten oder sowas, ne? Und dann guckt dann nochmal jemand im Speziellen drüber. Ich habe mich nicht dazu eingelesen. Großartig, ja? Merkt man sicherlich auch. Das sind nur Ideen auch oder Herangehensweisen, die ich in meinem eigenen Kopf habe, wenn ich über sowas nachdenke. Kann auch sein, dass es ganz anders läuft, ja? Solche Dinge können auch optisch stattfinden, wobei optische Bildauswertung immer noch sehr, also ihr kennt das ja auch von den fahrenden Autos, die wissen ja alles noch nicht, wie ein Fußgänger aussieht oder was das Schild ist und so weiter, ne? Das müssen die in brutaler, krasser Arbeit lernen. Für uns ist es einfach, wir erkennen sofort auf einem Bild, ah, das ist ein Baum, aber so ein neuronales Netzwerk, so ein Computer,
Der erkennt es nicht. Der sieht halt irgendwas, Pixel, und denkt sich, was ist das? Weiß ich auch nicht. Ja. Darum kostet das alles auch Zeit. Aber sowas zum Beispiel auch. Wenn ich mir mit der Zeit über Jahre hinweg meinetwegen Gameplay von 100.000 Spielern angeschaut habe, da ist doch keiner so wie der jetzt hier, oder? Kein normaler Spieler ist so durch die Wand auf den Köpfen. Und da könnte man dann sagen, oh, der, das ist nicht normal, flupp, weg. Naja. Jetzt ist vor kurzem auf jeden Fall wieder eine dicke Bannwelle durchgegangen und ich habe gehofft, dass ich heute keinen Hardcore-Kackfall bekomme. Gut, es ist jetzt nicht ultra-hardcore, aber schon. Also, ist schon stark. Ne? Das müsste man ja eigentlich, es müsste irgendwie gehen. Aber vielleicht stelle ich mir es auch zu einfach vor. Wahrscheinlich stelle ich mir es viel zu einfach vor. Oh, er droppt sein Mate, ist ja unfassbar. Obwohl er was hatte, ne? Ich meine, sie gewinnen ja eh die ganze Zeit. Guck dir mal die Stats an. Sehr unauffällig. Oh. Oh. Du kannst jetzt hier drin diese Sachen. Wobei. All Voice ist nicht so gut. Weil dann mutest du auch deine eigenen Mates. Naja. Man sieht, wie wir sehen, doch einiges. Muss man halt hoffen, dass die Zukunft einiges noch bringen wird. Ich hoffe es zumindest. Weil so ist es natürlich nicht schön, ja. Heute war natürlich kein Overwatch geplant, aber jetzt im Zuge dieser Ereignisse dachte ich mir, wäre es auf jeden Fall nochmal sinnvoll, drüber zu sprechen und sich so ein bisschen auszutauschen. Wenn ihr wollt, kann ich mich auch gerne mal ein bisschen tiefer in Wagnet einlesen. Also in diese, ich habe schon mal ein Wagnet-Video gemacht, da habe ich aber, glaube ich, ja nicht drüber gesprochen, wie das innen drin funktioniert, sondern von der Idee gesprochen. Nee, da habe ich vom Trust, nee, ich habe vom Trust-Faktor mal sehr genau gesprochen, aber vom Wagnet, glaube ich, gar nicht, oder? Naja, könnte ich mich, wenn ihr wollt, mal ein bisschen informieren. Ja, wobei es im Moment ja auch gerade noch nicht so wichtig ist, solange es halt nicht läuft, ne? Also wenn es nur manchmal dazu kommt, dass eine Welle kommt. Normalerweise sollte es ja so sein, dass im laufenden Betrieb die Leute rausgepickt werden. Und nicht, dass es halt wartet und sagt, und jetzt gucke ich mal kurz. Und dann werden alle gebannt. Außer, es läuft die ganze Zeit mit, merkt sich Leute vor und dann sagt der Entwickler oder irgendjemand halt, jetzt kannst du bannen, dumm, dann sind alle weg. Kann natürlich auch sein. Komm, muss ich mir das nicht mehr geben hier, du Lurch. Das spulen wir jetzt durch, du Fockel, du Verschissener. Oh, was wird der wohl an Hex haben? Ich weiß es nicht, war wahrscheinlich clean. Hallo? Lass mal bitte schneller. Alter. Hopp! Jetzt nicht das Video noch ziehen mit so einem Firlefanz da. Leute, ich presse jetzt, was ich presse. War der gegrieft? War es Other External? Ich weiß es nicht. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Aber natürlich bin ich vor allem auf eure Kommentare gespannt, die Richtung Wagnet gehen und Wack. Wobei Wagnet und Wack nicht das gleiche ist oder sind. Vergesst das nicht. Wack ist da. Wack ist schon ewig alt und Wagnet ist eine große Erweiterung, die da mit reinspielt. Aber ist halt nicht Wack. Ne? Wer Informationen schon dazu hat, gerne raushauen. Okay? Gut. Dann sehen wir uns morgen im Livestream. 18 Uhr geht's wieder los. Haut rein und ciao.